Bevor wir mit dem Video durchstarten, gibt es eine kleine Info vorweg. Und zwar haben mich einige immer mal wieder gefragt, ob ich nicht einen Rabattcode von Scotty besorgen kann. Der ist jetzt am Start. Mit dem Code BUDDY10 könnt ihr 10% auf eure Bestellung bei Scotty sparen. Wer Scotty noch nicht kennt, es ist der erste zusammensteckbare Gasgrill der Welt. Ich habe das Ding jetzt mittlerweile ein paar Jahre im Einsatz, habe es immer irgendwo im Auto, passt eigentlich überall rein. Super kleines Packmaß. Auch leicht, kann man also auch einen Rucksack packen für spontane Grill-Sessions im Sommer. Überall mit hinnehmen, sonst auch mit dieser Tragetasche hier. Ist übrigens ganz praktisch, denn das ist eine Tasche aus LKW-Planmaterial. Das heißt, wenn ihr mal nicht Bock habt, gleich den Grill an Ort und Stelle sauber zu machen, einfach einpacken. Hier läuft auch an den Seiten nichts raus, ist mit Klett super, super fest. Und ja, einfach zu Hause wieder aufmachen und das Ganze in die Geschirrspülmaschine schmeißen. Der Grill besteht aus mehreren zusammensteckbaren Teilen aus Edelstahl. Das heißt, der Grill wird auch relativ schnell warm und dementsprechend könnt ihr auch eigentlich sofort durchstarten und anfangen zu grillen. Und wenn man das Ganze ein paar Mal gemacht hat, ist das Teil auch super schnell zusammengebaut. Also wer noch auf der Suche nach einem kleinen Grill für unterwegs ist oder als Erweiterung für seine Outdoor-Küche oder jetzt für spontane Sessions, Grill-Sessions im Sommer mit seinen Freunden, gerne mal bei Scotty vorbeischauen. Link findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung und mit dem Rabattcode BUDDY10 könnt ihr 10% auf eure Bestellung sparen. In dem Sinne, weiter geht's mit dem Video. Moin Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit Dustin und mit André auf Lost Place Tour. Und ihr seht im Hintergrund schon eine alte, zugewachsene Allee. Hier ging vermutlich mal irgendwie ein kleiner Schotterweg lang oder so, so stelle ich mir das zumindest vor. Und am Ende dieser Allee soll sich ein altes verlassenes Chateau, ein altes verlassenes Schloss befinden. Und das werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Auf jeden Fall schon wieder eine richtig schöne Atmosphäre hier. Es ist noch relativ früh am Morgen. Die Sonne bricht hier gerade überall durch die Baumkronen durch. Alles schön grün. Efeu wächst diese alten Kastanien hoch. Und wir sind hier in so einem kleinen Waldstück. Super ruhig, super schön. Die Vögel zwitschern. Steht so eine alte Statue, Leute. So ein kleiner Tümpel. Mit einer Treppe nach unten. Völlig eingewachsen. Und da oben eine alte Statue. Eine Frau mit einem Kind in der Hand. Beide allerdings enthauptet. Gelände ist auf jeden Fall extremst zugewachsen. Hier finden überall so kleine Trampelpfade durch oder Wildpfade. Aber ihr seht es ja, was ein Dschungel das hier schon ist. So, wir sind angekommen am Gelände. Hier steht schon ein alter Kinderwagen. Hier geht es auf jeden Fall direkt in so eine Scheune. Also das Schloss steht da vorne, Leute. Das ist ja quasi so ein Nebengebäude auf dem Gelände. Hier stehen auch noch mehr alte Kinderwagen. Richtig alte Dinger. Sieht aus wie so eine kleine Abstellkammer oder so hier. Oh, hier ist sogar noch ein alter Weinkeller. Hätte mich auch gewundert, wenn der nicht hier wäre. Alte Weinflaschen, alle leer. Aber es passt ja auch zu so einem alten Schlossgelände. Eieiei, okay. Schon gedacht, das ist ein bisschen klein da drüben. Aber hier steht der Rest, Leute. Haufenweise Weinflaschen, alle leer. Und guck mal, die sind komplett eingestaubt und zugesponnen. Ist überall eine richtige Staubschicht auf den Flaschen drauf. Ich war tatsächlich, glaube ich, noch nie in einem richtigen alten verlassenen Schloss. Wir waren mal in einem Schloss, was irgendwie, ja, was aber irgendwie umgebaut wurde zu einem normalen Wohnhaus, sag ich mal. Aber in so einem richtigen verlassenen Schloss war ich noch nie. Ich denke mal, dass das hier, diese Nebengebäude, irgendwie, ja, Weinkeller, vielleicht Pferdestall, Sattelkammer, keine Ahnung, hier wurden bestimmt Tiere gehalten. Hier steht noch so ein alter Schleifstein. Wie man sich das halt in so einem alten Schloss vorstellt, das Leben. Ah ja, guck mal, Leute. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Indiz für einen Stall, oder? Und hier hat man auch das erste Mal einen Blick auf das verlassene Schloss. Das sieht schon imposant aus. Tatsächlich, das war ein kleiner Stall hier. Was ist doch hier so ein, was ist das denn?
Sowas wie ein altes Klavier. Mit Holztasten noch. Boah, richtig wie in so einem alten Western-Saloon. Ja, und das war, unschwer zu erkennen, ein Pferdestall. Hier um die Ecke hängen noch haufenweise alte Sättel an der Decke. Also direkt neben dem Stall quasi. Pferdegeschirr, Stiefel. Guck mal, alles noch richtig schön hingehangen. Hier auch. Richtig auf den Halterungen sogar noch an der Wand. Unglaublich. Was ein Ort, jetzt schon. Wir haben das Schloss noch nicht mal betreten. Aber es sieht so aus, als wurde hier einfach alles zurückgelassen. Oh, hier von außen hat man nochmal so einen Blick. Ebenfalls ins Nebengebäude. Siehst du, das war alles hier. Sattelkammer, Pferdestall. Und hier stehen sogar noch ein paar alte Kutschen drin. Aus Holz. Ey, das sind ja richtige Museumsdinger, oder? Wo gibt's denn noch sowas? Irre. Und die stehen hier einfach seit Jahrzehnten verlassen in diesem Schuppen. Also was ich noch rausfinden konnte, ist, dass hier eine Adelsfamilie gelebt hat. Und die Geschichte von denen kann man zurückverfolgen bis ins 13. Jahrhundert. Und dann war das Ding hier tatsächlich, soweit ich die Infos jedenfalls richtig gedeutet habe, bis zum 20. Jahrhundert noch weiter genutzt von derselben Familie. Warum auch immer das Ganze dann jetzt irgendwann verlassen wurde, keine Ahnung. Vermutlich sind die letzten Nachkommen irgendwie verstorben, man weiß es nicht. Auf jeden Fall steht das Ding seitdem leer. Aber da hat man mal ein kleines Indiz, wie alt dieses Gelände hier schon ist. So, die ersten Schritte in das Schloss an sich. Und es sieht relativ durchwühlt aus, tatsächlich. Alte Möbel, teilweise aber schon wirklich in den Weg geschmissen. Wir schauen mal weiter. Okay, wir stehen hier scheinbar direkt in der großen Eingangshalle. Okay, der erste Raum, in dem wir uns hier befinden. Da geht die Treppe nach oben. Hier ist noch so eine Art Balkon, von dem man von der zweiten Etage runter in den Eingangsbereich gucken konnte. Hier hängen alte Skulpturen, alte Spiegel und irgendwelche Tierköpfe an den Wänden. Und tatsächlich sieht es hier drin noch sehr, sehr gut erhalten aus, Leute. Und links und rechts geht's zu Speiseräumen. Und jetzt wird's richtig abgefahren, Leute. Guckt euch das an. Ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich in diesen Raum reinlaufe. Ist das zu fassen? Ein komplett gedeckter Esstisch mit Kronleuchter. Alle Stühle drumherum, sogar die Tischdecke ist noch drauf. Samt Besteck. Du läufst in den ersten Raum rein und bist direkt in einer anderen Zeit. Ich fühle mich wirklich Jahrhunderte zurückgeschmissen auf den Schlag. Das ist ja der Wahnsinn. Diese Holzvertäfelung mit den Teppichen, Wandteppiche, Stoffe, Kronleuchter, goldene. Diese Verzierung, Verschnörkelung in den alten Möbeln. Ey, das ist die totale Reizüberflutung direkt. Und das hier ist kein Museum. Es ist ein seit Jahrzehnten verlassener Ort. Und hier ist selbst das Porzellan noch in den Schränken eingeräumt. In diesem Speisesaal gehen überall Türen ab. Okay, das ist keine Tür. Das ist ein Schrank. Aber da drüben auf jeden Fall, da geht's weiter. Guck mal, das meine ich. Die Wände haben hier so einen Stoffbelag. Überall diese Verzierung drin. Das ist ja alles Handarbeit, muss man mal beachten, ne? Sowas gibt es gar nicht mehr, weil es viel zu aufwendig und viel zu teuer ist. Auf jeden Fall geht es hier ziemlich verzwickt überall in die verschiedensten Räume. Da
Scheint hier irgendwie eine alte Küche gewesen zu sein oder so ein Vorbereitungsraum für Essen. Da wurden wahrscheinlich ja, irgendwelche Speisen angerichtet, die dann wiederum hier ins Esszimmer geliefert wurden. Das Ding muss ja auch zig Angestellte gehabt haben. Irgendwelche Leute, die sich um den Haushalt gekümmert haben, um den Hof, um die Außenpflege, um die Pflege hier drinnen, um die Pferde, um die Tiere. Das ist aber krass, ne? Die haben überall so versteckte Türen. Du würdest im ersten Moment vielleicht gar nicht erkennen von Weitem, dass das eine Tür ist. Gut, außer, dass die halt so eine Stoffbemalung hat. Nein. Das Ding hatte noch eine eigene Kapelle. Was? Leute, guckt euch das an. Du bist hier plötzlich in der Kirche. Ich falle vom Glauben ab. Ja, das passt auf jeden Fall, der Spruch. Ist das krass? Ja, wie gesagt, hier hat eine Adelsfamilie gelebt. Das muss ja damals schon Orden gewesen sein. Vermutlich auch, ne? Weil da, wie gesagt, auch so ein Wappen drin ist. Und diese ganzen Fenster sind heile. Tut mir leid, dass ich das schon wieder sage. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. So, auf der anderen Seite von dem großen Essraum gibt es nochmal ein zweites Esszimmer. Davon werden wir wahrscheinlich noch einige finden. Und gleichzeitig irgendwie so Wohnzimmer oder sowas. So sieht es zumindest aus. Auch noch alte Sofas, Riesenspiegel. Und so zieht sich das hier durch jeden Raum bisher, Leute. So oder so ähnlich hat sich's damals vermutlich hier angehört. Als die Töne vom Klavier hier noch durch die Gänge gespielt wurden, hier irgendwelche Feste gefeiert wurden. Ey, wer weiß, was hier alles passiert ist. Man muss ja nur mal so ein bisschen seine Fantasie freien Lauf lassen. Hier haben Adelsfamilien irgendwelche Feiern abgehalten. Wer weiß, wer hier zu Besuch war. Irgendwelche Könige von keine Ahnung woher. Aber dieser Ort, das ist ja absolut einmalig. Unfassbar, dass das Ding hier so vor sich hin verfällt. Auf der anderen Seite, das ist das viel spannendere Museum, Leute. Im Museum wäre das alles hier blitzeblank, der Boden gewischt. Das ist gleichzeitig echter Verfall. Und das hat wiederum nochmal einen ganz anderen Charme. So, es geht nach oben. Und ich sage euch eins, wenn ich hier gewohnt hätte, dann wäre da ein riesiges Porträt von mir. Wer weiß, vielleicht war da ja sogar mal eins von dem ehemaligen Gutsherren. Das haben sie auf jeden Fall rausgenommen. Irgendwas wird da mal gehangen haben. Hier auf dem Gang auch schon wieder ein Klavier. Ey, egal wo du hier hingegangen bist damals, dich haben sanfte Töne begleitet. Oh, das ehemalige Schlafzimmer. Das ist so verdammt riesig. Ich weiß gar nicht, ob das auf den Aufnahmen irgendwie so rüberkommt. Also bestimmt, ich kann schlecht schätzen, 4,5 Meter Deckenhöhe. Und Ausmaße wirklich, Leute, allein dieses Bett. Aber ich bin ganz ehrlich, ne? So schön das alles auch ist, so zum Angucken. Superschön. Echt beeindruckendes Gebäude. Das wäre mir alles viel zu groß. Du bist ja super verloren in diesem kleinen Bett im Gegensatz zu diesem riesen Raum. Nee, leben würde ich hier nicht gerne. Viel zu viel Zeug, viel zu viel Krempel, um die man sich kümmern muss. Dieses ganze Drumherum, das muss ja auch alles erhalten werden. Gut, wobei dafür hatten die Angestellte, aber trotzdem, das kannst du ja gar nicht beleben. Aber hier geht's auf jeden Fall weiter, direkt vom Schlafzimmer in so ein kleines Badezimmer. Und vom Badezimmer geht's, Alter, es ist nicht zu glauben, in so eine alte Bibliothek. Du kannst es dir nicht ausmalen, diesen Ort hier. Hier stehen alte Nähmaschinen und die ganzen Bücher sind noch einsortiert. Also du kommst hier vom einen in den nächsten Raum
und du kommst aus dem Staunen nicht raus. Wie gesagt, es steht mindestens 20 Jahre leer. Und wie alt das Gebäude ist? Keine Ahnung. Aber wenn man davon ausgeht, dass sie im 13. Jahrhundert schon eine Familie gewohnt hat. Wahnsinn. Aus welcher Zeit diese ganzen Möbel hier noch sind. Und die Bücher. Leute, das ist wirklich eine wahre Zeitkapsel. Du kommst dir ja vor, als wärst du in so einen versiegelten Ort irgendwie reingekommen. Dabei steht ganz einfach die Tür auf. Jeder kann hier reinspazieren. Und es ist alles erhalten. Auch nochmal so eine Art Bibliothek hier auf dem Dachboden. Langsam komme ich mir vor wie bei Harry Potter. Ey, in diesem runden Turm. Alles voll mit Büchern. Boah, wie schön das ist. Also in diesem ganzen Abteil, dieser ganze linke Flügel, sag ich mal, vom Schloss sind alles Gästezimmer hier. War das vielleicht irgendwie mal Nachnutzung, vielleicht sogar vom, als Hotel oder Gasthaus oder so? Oder die hatten einfach viel Besuch. Ja, hier, der ganze Flügel, richtig schöne Fensterfront hier schon wieder, mit Blick nach draußen, alles Gästezimmer. Es nimmt kein Ende, Leute. Überall Treppenhäuser. Nach oben, nach unten. Immer mehr Gänge tun sich. Oh, ich bin erschrocken. Das war die Tür hinter uns. Überall tun sich neue Gänge auf. Die meisten davon tatsächlich irgendwie so. Gästezimmer wieder, ne? Ui. Na, hier sprießt der Schimmel auch schon ganz ordentlich. Man riecht's auch. Vielleicht hatte der auch einfach ganz viele Schlafzimmer und hat jeden Tag woanders geschlafen. Hier hätte man auch nochmal einen schönen Blick, glaube ich, auf den Stall. Ah, die lassen sich leider nicht mehr öffnen, aber hier sieht man ein bisschen was. Aber würde natürlich auch Sinn machen, wenn das ja alles Zimmer für die Bediensteten waren. Haushälterinnen, die sich um die Pferde kümmern und so weiter und so fort. Hier wird ja einiges an Personal gearbeitet haben und vielleicht haben die auch alle mit hier im Schloss gewohnt. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, wie das Leben damals in so einem Schloss hier stattgefunden hat. Alter! Okay, wir entdecken jetzt gerade erst die Küche, Leute. Da ist dieser Vorbereitungsraum mit dem großen Saal daneben, wo ich anfangs stand. Und jetzt stehen wir hier in der Küche. Hier hängen einfach noch Töpfe und Pfannen an den Wänden. Boah, das sieht richtig aus wie so eine Mittelalterküche. Das ist so richtig rustikal, ne? Dieses massive Holz und so. Boah, ich fühle mich wie in so einer alten Kneipe irgendwie im Mittelalter. Hier wurden die Krüge gegeneinander gestoßen, geschunkelt. Eingeräumt. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, könnt ihr euch vorstellen, in so einem riesigen Schloss, aus so einem riesigen Anwesen hier zu leben? Also ich muss sagen, es ist super interessant, spannend zu sehen, wie die Leute damals gelebt haben oder sich das vorzustellen, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Dafür wäre mir das alles hier einfach viel zu groß. Wenn man das mal vergleicht, ich lebe in meinem Jeep gerade. Der könnte hier in die Eingangshalle reinfahren, von der Größe. Unglaublich, nee. Absolut überrumpelnd. Die ganzen Räume vollgestellt mit Sachen, überall diese Verschnörkelungen, überall irgendwelche Statuen und Bilder an den Wänden. Super spektakulär.
Zum Besuchen, zum Ansehen, zum Leben. Nee, da besinne ich mich lieber auf das Wesentliche. Auf weniger, manchmal ist weniger mehr, aber was ein Grundstück, Leute, was ein Lost Place. Ich glaube, der schönste Lost Place, den ich jemals gesehen habe, definitiv. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne bei Dustin und bei André vorbei für ein paar coole Bilder und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!